Die F1 sorgt für noch mehr Hitze in Barcelona. Nigel Mansell hat den ersten Grand Prix hier nach einem Rad-an-Rad-Kampf gegen Ayrton Senna gewonnen. Wer wird dieses Wochenende in seine Fußstapfen treten? Hier dominieren lange Geraden und mittelschnelle Kurven. Aber in Barcelona gibt es noch etwas anderes zu beachten. Die Luftströme hier sind stark und unberechenbar. Sie werden zeigen, ob die Aerodynamikkomponenten an diesem Wochenende ihr Geld wert sind. Die Saison hat gerade erst begonnen. Aber das bedeutet nicht, dass man sich zurücklehnen und entspannen kann. Alles steht auf dem Spiel und nichts ist in dieser Phase sicher. Nun denn, fangen wir ohne weitere Umschweife an. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und ein schönes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen, habt Silvester gut überstanden und ja, fiebert jetzt bei mir in Spanien hoffentlich mit. Das letzte Rennen in Miami haben wir ja endlich gewonnen. Das war eine lange Reise bis dorthin. Und mal gucken, wie es jetzt in Spanien läuft. Die Trainings verliefen nicht so schlecht. Also wir sollten oben wieder mit bei sein. Ob es für ganz oben reicht, das werden wir sehen. Aber ja, also ich denke mal, wir sind auf jeden Fall so auf Top 5, Top 6 Kurs. Könnte durchaus sein. Wir gehen rein. Gucken uns das Ganze an. Radio check. Radio check. Radio check, okay. Jawohl, das ist doch schön, dass der Radio check okay ist. Green now. Green now. Ja, also es lief halt eigentlich ganz, ganz passabel, muss ich sagen. Also Red Bull scheint hier am stärksten auf jeden Fall zu sein. Zusammen mit Ferrari. Aber vielleicht können wir Mercedes knacken. Das haben wir zumindest in den Trainings. Haben wir das hinbekommen. Und ich konnte auch hier und da in dem einen oder anderen Training auch kurz mal Red Bull beziehungsweise Ferrari. Jetzt habe ich es. 1, 2, 3. Ferrari hinter uns lassen. Also ich bin sehr gespannt. So, wir fahren jetzt erstmal noch nicht. Wir warten erstmal noch ab. Jetzt fahren ja erstmal sämtliche Leute raus. Wir haben Albon, wir haben Perez, wir haben Verstappen. Wir lassen die erstmal ein bisschen fahren. So, jetzt fährt ein Piastri raus. Und Verstappen ist durch und Albon kommt rein. Dadurch werde ich das jetzt Ganze mal ein bisschen nutzen, weil das gefühlt jetzt alle irgendwie so ein bisschen weg sind, die jetzt hier irgendwie so ihre Runden fahren. Wir gucken mal. Ob sie es beide hinbekommen, beziehungsweise ob sie beide eine freie Runde bekommen. So, Tsunoda fährt auf einer schnellen. Das wird Norris nicht stören. Leider kommt Norris genau dann raus, während Ocon und Alonso vor ihm sind. Okay, Ocon hat er, glaube ich, noch ganz gut überholt. Gasly ist voll am Sack. Ich habe immer noch nicht so richtig. Die kommen dann aber auch genau in dem Moment raus, wo ich sie dann halt, ne? Das ist halt echt. Ja, Norris wurde behindert. Gasly auf 4, aber eine halbe Sekunde weg. So weit waren wir nicht weg. Da muss ich halt sagen, so weit waren wir nicht weg. Na gut, kommt rein und ihr werdet nochmal raus müssen. Okay, there's a big crash. Ein großer Unfall. Yeah. Ja, okay. Wir sind hier gecrashed. Zeigt das an. Er zeigt es nicht an. Das war ein Unfall. Ach doch. Magnussen. Okay, wir haben Fahrer zweiter Klasse. Alles klar. So, wechseln. So, irgendwie standen wir uns hier alle gegenseitig auf den Füßen. Hier gibt es so einige, die noch besser werden könnten. Norris ist sehr weit hinten, Gasly. Ich muss beide schicken. Die Abstände hier sind auf jeden Fall deutlich geringer. Fahrt mal raus. Fahr raus. Ich hoffe, ihr fährt, obwohl hier finden sie eigentlich immer so halbwegs ihre Fenster. Oh, sind doch sehr weit hinten gerade. Magnussen fährt nicht mehr raus. Okay, den hat es zerruppt. Okay. Okay, aber letzter, vorletzter, vorvorletzter und vorletzter so rum. Tsunoda ist noch ganz hinten. Na gut, aber das sollte jetzt eigentlich nicht das Problem werden. Aber die Abstände sind halt echt gering, ne? Deshalb, also wir können eigentlich auf 0,2 Sekunden an Verstappen ran. Die Option haben sie. Okay, Gasly erstmal und Norris beide schlechter in Sektor 1. Kriegen auch wie gerade, jetzt haben sie eine Verbesserung, kriegen auch wie keine Runde so richtig zusammen, ne?
Okay, Gasly jetzt auf 5. Wo ist Norris hingesprungen? Auf 7. 0,3 Sekunden, 0,4 knapp. Nee, okay, sie fahren eine 1,16, aber nur Verstappen, ne? Der fährt eine 1,16,7 und dann 1,17,0 bei Leclerc. An Leclerc sind wir unglaublich dicht dran. Also Platz 2 ist einfach nur eine Zehnte schneller. Okay, Verstappen ist stark, auf jeden Fall. Gucken wir mal. Okay, ihr fahrt leider erstmal gebraucht raus. So, mal gucken. Aber was ich jetzt unbedingt gucken möchte, ist, jemand hat im Kommentar geschrieben, wie wir uns angucken können. Das war hier und das war hier. Hier Autozustand, genau. Können wir uns allerdings erst angucken, wenn die in der Zeit gefahren sind. Das gucken wir uns aber mal an, mit was die hier fahren. Norris, fahr mal raus. Und Gasly auch gleich. Ihr habt gebrauchte Reifen. Ich möchte jetzt nicht ewig warten. Stellt mal eine Runde auf gebrauchten Reifen her. Ach, Barcelona ist halt irgendwie eine Strecke, ne? Also ich mag sie nicht. Also ich mag sie gar nicht. Also sie selber zu fahren ist halt... Irgendwie macht die keinen Spaß. Und zum Zuschauen ist die auch mega öde, finde ich. Die ist richtig langweilig. So, Norris hat eine freie Runde. Gasly hat auch eine freie Runde. Naja, wenigstens was. Und wobei, Norris läuft auf Bottas auf. Und zwar schön im letzten Sektor. Oder läuft er auf? Nee, er läuft nicht auf. Knapp. Da ist ein Wagen von der Linie abgekommen. Okay, so Gasly fährt da 1,17. Norris fährt da 1,17,0. Das ist gut. Gasly auch, 1,17,0. Das sind sehr gute Zeiten. Wir erinnern uns, 1,16,7 ist er gefahren. Der gute Verstappen, der fährt jetzt eine 1,16,8. So, und jetzt würde ich mir gerne angucken, Verstappen. Was bist denn du gefahren? Du fährst mit einem 50% Motor. Okay, mit einem großen Getriebe, aber die fahren mit einem schlechten Motor. Ja, deshalb sind wir wahrscheinlich schon wieder dran, ne? So, frische Reifen. Wechselt ihr auf jeden Fall drauf. Aber ich bin am Überlegen, euch nicht mehr rauszulassen. Weil ihr habt eine halbe Sekunde Minimum. Ja, ich werde sie drin lassen. Gucken uns das jetzt hier natürlich schön an. Aber ganz ehrlich, die müssen 4 Zehntel finden. Auf anderen Strecken ist das vielleicht möglich. Aber 4 Zehntel hier ist extrem. Es gibt sicherlich noch einen Sainz und auch einen Alonso, wobei aber die nicht so stark sind hier, die Alphas. Die sind hier nicht so gut. Oh, da mag ich nicht zurückspringen. Ja, das kann man ausstellen, ich weiß, dass er nicht zurückspringt. Da gibt es Optionen. Also in den Einstellungen gibt es da Optionen, die man machen kann. Ja, und vollkommen richtig gemacht. Hamilton und Tsunoda theoretisch, aber wieder einen Satz gespart, weil sie beide eine gute Runde hingelegt haben. Also, wie ihr seht, eine Top-3-Platzierung ist machbar. Die ist wirklich machbar. Also, den Verstappen werden wir nicht kriegen. Diese 0,3 Sekunden werden die nicht schaffen. 1,16er Zeit könnten sie schaffen. Damit wären sie definitiv Top-3, würde ich fast behaupten. Wenn einer von euch beiden eine 16er Zeit schafft, ist der Top-3. Okay, ja, ihr habt 2 frische Sätze. Das ist ziemlich nice. Da gehen wir jetzt mal rein. Ich bin gespannt, wo ihr landet. Ready to check. Ja, yeah, I'm ready to check, all good. So, wir warten kurz. Wir schicken nicht direkt raus. Wir könnten direkt rausschicken, aber wir müssen natürlich immer ein bisschen gucken, was die anderen machen. Weil wenn die uns denn näher blockieren auf der schnellen Runde, bringt das ja alles nichts. Theoretisch reicht, wenn man den bei 8 Minuten rausschickt. Aber ich will erstmal warten, bis jetzt hier irgendwas rausfährt. Jetzt fährt hier ein Russell raus. Fährt ein Sainz raus. Ja, jetzt können wir langsam. Schicken wir Gasly raus, da fährt ein Leclerc raus, dann schicken wir jetzt einen Norris raus. So. Das reicht ja leider Gottes immer einer, der dich blockiert, ne? So, das ist... Okay, Bottas ist jetzt hier der Letzte auf der Strecke, oder kommt dann her? Ricciardo kommt noch. Ja, Ricciardo könnte ein Problem werden. So, Gasly, erstmal freie Fahrt. Sainz ist auch schnell unterwegs, also kein Problem. Ich glaube, Norris wird kein Ding werden. Gasly könnte ein Problem bekommen mit
Ricciardo. Ah, geht aber gerade so auf. Okay, freie Runde. Jeder von uns. Das liefert eine 1.16.955. Uff. Leclerc ist 4.000stel schneller. Okay, ja, Verstappen 1.16.7. Aber Gasly, uff. Zehntel langsamer Norris. Also auch eine gute Zeit von Norris. Kann man jetzt echt nicht meckern. Ja, findet Gasly diese 4.000stel noch? Das wäre so geil, wenn er die noch findet. Ja, fahrt mal, fahrt mal, fahrt mal. Aber ich will natürlich nicht zu lange warten. Weil natürlich den Alonso da vorne schon wieder kommt. Aber ihr seid die Letzten beide, ne? Ja. Ihr seid beide die Letzten. Habt eigentlich auch einen ganz guten Abstand. Ja, Norris ist relativ dicht an Ricciardo dran, aber das ist, glaube ich, gar nicht so schlimm, weil wir reden ja hier im Endeffekt sowieso nur von 2 Zehnteln, die Ricciardo langsamer ist wie Norris. So, jetzt bin ich gespannt. Gasly hat ein bisschen mehr Abstand. Gasly ist halt so müh schneller halt irgendwie, ne? Er hat leider nicht, keine persönliche Bestleistung in Sektor 1. Norris schon, aber in Sektor 2 nicht. Dafür Gasly in Sektor 2. Bin ich echt gespannt. Wenn die sich nochmal verbessern? Ne. Shit. Ne, haben sie nicht. Haben sie nicht geschafft. Aber gut, Platz 3 und Platz 6 ist... Wir haben da vorne reingesprengt. Wir sind auf jeden Fall vor Mercedes. Das ist so... Ah, Moment, ich wollte ja noch mal was gucken, ne? Wir wollen ja mal gucken, mit was fährt ein Leclerc hier rum? Leclerc fährt mit einem 46% Motor. Dasselbe bei Sainz. Ricciardo hat einen frischen. Piastri ist egal. Er fährt mit 50%. 50%. Bottas und Russell auch mit alten Motoren. Wir fahren hier mit 77 und hier mit 92 rum. Okay. Wir gucken, was wir wären, wie die jetzt auch im Rennen, ob die jetzt nochmal tauschen. Weil man könnte jetzt tauschen. Die Startaufstellung ist komplett und alle warten gespannt. Aber das ist keine Überraschung. Es ist Renntag. Wenn man sich das Qualifying so ansieht, ist Williams hier offenbar das Team, das es zu schlagen gilt. Sie starten ganz vorne in der Startaufstellung und haben es selbst in der Hand, das Rennen zu ihren Gunsten zu entscheiden. Mercedes hat im Qualifying ein passables Ergebnis abgeliefert und das Team hat nun alle Chancen auf ein gutes Rennergebnis. Und das Wetter hier ist heute sonnig, abgesehen von einigen Wolken. Hoffen wir mal, dass sie dort am Horizont bleiben. Die F1 ist zurück in Barcelona und die Teams haben alle Hände voll zu tun. Williams ist das Team, was es zu schlagen geht. Das geht ja ein bisschen runter wie Öl, so ein Spruch, ne? Aber soweit sind wir noch nicht. Red Bull und Ferrari sind nach wie vor die Teams, die es zu schlagen gilt. Wir sind es noch nicht. Wir haben uns erstmal vor Mercedes platziert. Darüber bin ich schon sehr glücklich. So, wir haben Medium, Medium, Soft. Es ist höchstwahrscheinlich die schnellste Version. So, wir können auch hier, das ist langsamer, das auch. Ja, wir fahren Medium, Medium, Soft. Finde ich gut. Hinten raus... Gas geben. So, wir müssen euch natürlich ein bisschen anders reinholen, beziehungsweise wie die Strecke ist. Wir werden es sehen. So, Setup. Fahreroption. Volle Möhre, Leute. Setup hatten wir ja 97%. Das war alles gut. Wir hatten also auch hier 15 von 15 bei der ganzen Geschichte. So. Position 3, Position 6. Podium wäre geil. Alles andere wäre eine Überraschung. Ich hoffe, dass uns der Wettergott wohlgesonnen ist, aber da sind tatsächlich einige Wolken über dem Starterfeld aufgezogen. Ja, komm, ich überspring mal. Ich will den Start eines jetzt sehen. Eines der ältesten Rennen im F1-Kalender. Das ist der große Preis von Spanien. Das Startsignal erlischt und los geht's. So, rein bei Gasly natürlich. Da hängt Verstappen am Zipfeli und da rechts ist der gute Leclerc. Haben wir den gerade kassiert? Wir haben den kassiert. Oder? Ja. Norris noch auf 6. Okay. Oh, Leclerc kommt zurück. Soeben hat Williams eine neue Position gut gemacht. Ja, wir haben Leclerc. Als ob wir jetzt hier auch noch Verstappen kassieren. Ha! Wir sind Erster. Moment. Dann setz das mal zur Verteidigung ein. Das brauchst du jetzt nicht mehr zum Angriff.
So, ja, wir gucken uns jetzt hier mal Norris an. Der kämpft hier. Boah, der ist aber weit innen drüber gefahren. Krass. Okay, so, wir machen jetzt hier mal auf Standard auf jeden Fall. Ich würde sagen, dass wir das vielleicht auch auf neutral setzen. Das war ein Überholmanöver von Williams. Wir machen hier auch Standard. Wir lassen hier noch auf Überholen, damit er hier noch ein bisschen Stress macht. Norris auf 5, Gasly auf 1. Ja, sprittechnisch lassen wir Gasly noch ein bisschen fahren. Das ist okay. So, was wir hier gucken wollten. So, wir machen mal ganz kurz Pause. Ich will mal was gucken. Rundengeschichte, den Kram hier. So, ihr seid gefahren. 46%. 50%. Ja, okay. Die fahren mit diesen Motoren. Okay. Das wollte ich bloß kurz gucken. So, aber jetzt wird natürlich gleich DRS eingeschaltet. Ja, dann wird es natürlich jetzt erstmal wieder interessant. Use DRS. So, das hier setzen wir jetzt auf neutral, bitte. Wir lassen noch eine weitere Runde mit dem Sprit. Aber jetzt, ob Gasly da vorne auf der 1 einfach mal fährt und Verstappen 0,7 Sekunden dahinter ist. Und sie sind jetzt im DRS-Fenster da vorne. Sie werden rankommen. Das ist einfach so. Aber wir fahren hier mit den Top-Leuten mit, ne? Das darf man halt einfach nicht vergessen. Wir haben es auf jeden Fall aktuell geschafft, beide Mercedes wieder hinter uns zu halten. Das ist so ein bisschen das Wichtigste. So, jetzt gehen wir hier auf Ausgewogen. Und dann gehen wir mal raus in die Externe und gucken uns das mal an. So. Ja, okay, Gasly ist halt schon klar. So, hier hinten ist wieder DRS. Da wird sich Verstappen wieder ransaugen. Es ist nicht schlimm, wenn Verstappen vorbeizieht. Die Räder haben wohl blockiert. Vielleicht hat Verstappen sogar die Möglichkeit. Ja, er zieht jetzt vorbei. Mhm. Vielleicht kann Verstappen aber weg. Vielleicht schafft er es wegzukommen. Der ist ja eigentlich relativ schnell, der Verstappen. Und Gasly hängt sich einfach hinten dran. Kriegen wir vielleicht eine Lücke hin. Das wäre nicht so verkehrt. Weil die DRS-Zone ist aber krass. Also da kommt selbst Gasly immer wieder an Verstappen vorbei. Okay, DRS ist hier heftig. Gut, Leute, ich gucke mir jetzt hier kurz dieses Spielchen an. Sobald hier mehr passiert als permanent DRS-Wechselspielchen, bin ich natürlich sofort wieder da. Also bis gleich. The brakes are really poor. Okay. Sieht aus, als würden die Reifen blockieren. Sehen wir es uns an. Jetzt sehen wir hier den Williams. Da blockieren die Räder. Das ist sehr, sehr bitter, weil er war ganz vorne. Er war eine ganze Weile ganz vorne. Für das Team. Können Sie sich davon erholen? Ah, bitter, jetzt ist er nur noch Neunter. So ein Mist. Und er hat auch richtig Abstand zu Russell davor. Jetzt hängt ihm Ocon. Norris auf 4. Unfall mit mehreren Autos. Oh, was passiert jetzt hier gerade? DRS ist deaktiviert. Das ist virtuelle Safety Car Phase. Ne, die werden wir mal ignorieren. Wir werden aber da das machen. Die Reifen setzen wir bisschen runter. Bei der virtuellen Phase. Erst ist vollständig aufgeladen. Ja, okay, danke. Ah, so ein Mist. Ah, das ist bitter. Ja, also was darf halt nicht passieren, aber ja, es passiert halt, ne? Klar, er war natürlich unter Druck da vorne. Endet bald. Okay, na, wenn die bald endet, machen wir jetzt erstmal hier wieder alles an, ne? Pushing on, pushing on. Ja. Machen wir wieder alles an. DRS ist wieder aktiviert worden. Jetzt
Blöde ist natürlich, dass jetzt natürlich dieser hässliche Ocon sich da noch zwischenhängt, ne? Der eigentlich viel langsamer ist. Der eigentlich ein gar nichts kann. Manöver von Alpine. Aber DRS... Soeben hat Williams eine neue Position gut gemacht. Ach man, Gasly. Aber du, Gasly fährt auch dumm, ne? Also... Jetzt auf der Geraden holt der Ocon natürlich vorbei. Ne? Ist ja logisch. Ich müsste voll powern mit Gasly. Alpine hat sich gerade verbessert. Gasly, bleibt einfach doch hinter. Bleib einfach hinter dem Ocon. Ja, bleib hier einfach hinter. Saug dich ran mit DRS. Alles cool. Und jetzt schnappst du dir auf der Geraden. Sehr ehrlich. So, jetzt fährst du hier vorbei. Jetzt bist du vorbei. Und jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, dass wir dich ein bisschen hochkriegen. Setz mal kurz ein. Ich muss mal den Ocon aus dem Heck loswerden. Das ist gerade wichtig. Den muss ich mal gerade loswerden. Muss mal so ganz kurz aus dieser Sekunde raus. Muss den mal ganz kurz loswerden, den Ocon. Fast Tesla. Okay, schnellste Runde ist er sogar gefahren. Sehr schön. Sind wir den Ocon mal ganz kurz losgeworden. Machen wieder auf neutral. Go. Ich musste den aus dem DRS-Fenster kriegen. Schnell zur Runde. Also Gasly hat halt echt Speed. Ne? Das merkt man auch an solchen Sachen halt einfach. Okay. So, jetzt haut er nämlich auch ab vor Ocon, oder? Der dürfte doch jetzt abhauen. Er ist doch jetzt schon fast im DRS-Fenster von Ricciardo dran. Das könnte doch jetzt bald packen. Auf jeden Fall ist auch Ocon losgeworden. Jetzt fahren wir ganz normal weiter. Okay, wir machen wieder einen kleinen Sprung, bis wieder was passiert. Also wieder bis gleich. So, die Boxenstopps stehen jetzt gleich an. Jetzt müssen wir halt gucken. Also Gasly hat halt aufgeschlossen zu Ricciardo und Bottas. Leclerc fährt aber noch weiter. Ist Norris? Norris ist nicht im Boxenstoppfenster von Leclerc. Demzufolge wird Norris reinkommen. Also er ist nicht im DRS-Fenster von Leclerc, deshalb bringt es nicht, jetzt hier mitgezogen zu werden. So, Russell. You're doing good. Russell und Gasly sind aber noch aneinander gekettet. Gleich über, aber ja, Russell ist ja hinter. Aber ich kann die nicht beide in einer Runde holen, die sind zu dicht hintereinander. Ich muss warten, sowieso mit... Ja, jetzt hole ich dich aber. Weil das mit Russell wird irgendwie nichts. Weil ihr könnt euch theoretisch gegenseitig ziehen. Aber ich nehme natürlich Russell jetzt auch seinen DRS-Partner einfach, seinen Buddy halt einfach weg. Norris ist auf Rang 8. Okay. Wo fällt Gasly hin zurück? Ah, die kommen beide in die Box. Russell und Gasly. Okay, der Boxenstopp irgendwie, Guy Gasly, hat länger gedauert. Der war nicht so gut. Dammit. Der war eben noch vor Russell und jetzt ist er deutlich hinter. 1,3 Sekunden hinter. Das war kein guter Boxenstopp. Okay, so Norris auf 6. Aber hier sind wahrscheinlich noch welche. Ja, auf harten Reifen. Hamilton und Vettel, die waren noch nicht in der Box. Okay, und dadurch waren ja, glaube ich, vorher auf 9 und auf 4. Gut, dann lassen wir die jetzt erstmal wieder ein bisschen fahren. Gasly ist auf jeden Fall nicht im DRS-Fenster von Ocon. Soeben hat Williams eine neue Position gut gemacht. Norris überholt Vettel, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Aber das Problem bei Norris ist nach wie vor, dass er zu weit weg ist von ihm da. Mach mal ein bisschen Druck, Norris. Wo bist denn du gerade? Du bist da hinten. Ja, okay, sehr gut. Du bist im DRS drinne. Nice. Dann komm mal raus. Wieder, also Reifen wieder schonen. Ich muss dich ins DRS-Fenster kriegen von Hamilton. Du musst eigentlich auch an Hamilton vorbei. So, wir gucken uns das hier ganz kurz noch an. Eigentlich musst du an Hamilton vorbei. Hättest du vielleicht da nicht unbedingt machen sollen. Weil du hast jetzt kein DRS, oder? Das war ein Überholmanöver von Williams. Hey, hast du nicht. Aber du bist immer noch vorne. Die Räder haben wohl blockiert. Oh, da ist... Leclerc ist ausgeschieden. Konkurrent mit Unfall. Ja komm, das war Leclerc. Es gab einen
Unfall. Klingt ja. Nach nur einem. Habe ich mich gesehen, wie der in der Kurve raus ist? Gut, da ist der Ferrari. Aber was ist passiert? Er hat sich einfach verbremst. Ist aber eingeschlagen. Okay. Der ist böse raus. So, wir sind hier hinten weg. Das ist gut. Hamilton geht jetzt in die Box. Dadurch verschwindet der. Norris damit auf Rang 3 und er kommt ran an Perez. Okay. Gasly hängt hinter Ricciardo und halt hinter Russell. Die Frage ist, ob ich da auch mal was unternehme. Das ist ein stomping lap. Neue schnellste Runde von Norris. We look at reducing the lift and co. Okay. Ich werde mal versuchen, hier was zu unternehmen. Also, er ist halt jetzt nicht. So, heads down, focus. Aber ich werde mal versuchen, hier ein bisschen was zu unternehmen. So, er ist ran, demzufolge, das schalten wir wieder aus. Ich würde aber gerne mit Gasly irgendwie mal gucken, ob wir es schaffen, ob wir an denen irgendwie vorbeikommen und dann auch wegkommen. Das müssen wir uns mal angucken. Wir haben jetzt... Wir gehen mit Sprit und wir geben jetzt noch ein bisschen mehr raus. Kommt er vorbei? Er muss erstmal ein. Es ist halt nicht so einfach, zwei zu überholen, ist echt nicht so einfach. So, jetzt wieder mit DRS. Ich kann die Reifen auch jetzt nicht die ganze Zeit so rannehmen. Das ist auch schwierig. Er ist hier immer zu weit weg irgendwie. Nee, das wird nichts. Ah, das ist kacke. Ich muss gucken, ob ich irgendwas mit dem Boxenstopp, Undercut, irgendwie versuche nachher mit Gasly. Dass ich den zumindest ziemlich sicher erstmal noch auf Rang 6 hiefe. So, und mit Norris werden wir versuchen, den zweiten Platz zu holen. Red Bull ist weiter vorne. Ah, Gasly hätte sich mit Verstappen kloppen können. Aber hey, hätte, wenn und aber, ist nicht passiert. Ich spule ein bisschen, bis gleich. Jemand okay. Geriet ins Schleudern. Gasly hat es jetzt in dem Moment geschafft, vorbeizuziehen an Russell. Verstappen dreht sich. Das sehe ich jetzt erst. Ich habe die ganze Zeit auf Gasly. Moment. Sehen wir mal, was da passiert ist. Hier sehen wir jetzt Max Verstappen. Oh je, oh je, oh je. Der Wagen ist außer Kontrolle. Okay, aber er hat sich nur gedreht. Alles klar. Okay, Gasly, kommst du weg? Schaffst du es, da wegzukommen? Das war ein Überholmanöver von Williams. Jetzt hängt Norris natürlich da vorne mit Verstappen und Perez zusammen um die Spitze. Okay, jetzt gibt es an zwei Positionen, wo es echt spannend ist. So, Zeit fürs Boxenstoppfenster ist hier für ihn theoretisch gekommen. So, wir sind weg. Wir haben es geschafft, da rauszukommen. Das heißt, wir machen hier mal auf Standard und hier wieder auf Neutral. Den Sprit lassen wir noch. Ja, aber Boxenstopp ist noch nicht. Also man könnte jetzt, man wird aber noch nicht. So, wir haben geschafft, Gasly erstmal rauszuholen. Indem er erstmal wieder die schnellste Runde fährt. Nice. So, Gasly ist weg von diesen beiden Streithähnen da. Haben wir gesehen. So, damit sind wir schon mal Sechster. Platz 5 wird schwierig, ist sehr weit weg. Und Norris hier vorne prügelt sich mit den beiden Red Bulls. Uff, da hätte Gasly mit drinne sein können. Wir haben den Speed, um mit Red Bull mitzuhalten. Leute, das könnte eine interessante Saison noch werden. Ich hatte ja am Anfang so ein bisschen so, ja, das schaffen wir nicht. Aber nee. Verstappen ist jetzt drin gewesen. Wir werden ihm den Undercut nicht gönnen und nehmen ihn jetzt mit. So, das sind 32 Runden. Das ist eigentlich egal, welchen Satz ich davon nehme. Ja, wir nehmen den. Das ist okay. Oder war der vorgesehen, weil hier so eine Pfeile sind? Vielleicht war der vorgesehen. Wir stoppen. Box in dieser Runde. Norris. Wir geben für jetzt hier Perez nicht noch weiter den Windschatten. Wir werden jetzt stoppen. Da kommt auch ein Sainz. Er hat eigentlich keinen Grund, weiter drin zu bleiben. Wo ist er? Er fährt gerade vorbei. Okay, er fährt gerade vorbei. Warte, wir gucken.
32, alles gleich. Ja, Box in dieser Runde. Box. Norris ist drin. Oh, er kommt deutlich hinter Verstappen wieder raus. Ist krass, Leute. Das klang nach Dreher. Aber wir können das hier machen. Norris hat auf jeden Fall Motorleistung. Aber er hat ganz schön verloren, ne? Diese eine Runde, die Verstappen früher drin war. Heftig. So, wir fahren noch deutlich an Perez noch vorbei. Uff. Okay, jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken hier. Also, Norris ist 2,2, 2,3 Sekunden hinter Verstappen. Und er wird den... Es sieht nicht so aus, dass er den bekommt. Ich meine, wir haben erst... Wir können das sicherlich auch mal einsetzen. Ich bin noch am Überlegen, ob wir es machen. Mach mal aggressiv und setz mal für eine Runde kurz ein bisschen erst ein. Ich will mal versuchen, die Lücke zu schließen, die wir aktuell haben. Gasly fährt noch relativ entspannt auf Rang 6 rum, aber der könnte sogar auf 5 kommen. Norris schließt diese Lücke zu Verstappen gerade. Hat sogar noch DRS jetzt dank Magnussen. Das ist sogar richtig nice gelaufen. Okay, Norris fährt zu die Lücke und wir wieder auf Standard. Und hier machen wir auch auf ausgewogen, damit wir zum Schluss... Wir sind dran. Wir sind hinten im Fenster drin. Schafft Gasly das Fenster auch? Wo ist Gasly? Da ist Gasly. Schafft Gasly das Fenster zu schließen? Wir machen dich auch mal eine Runde auf aggressiv, damit du diese Sekunde zu Sainz, damit du das Fenster schließt. Ja, er hat DRS. Sehr gut. Fenster schließen zu Sainz, bitte. Okay, er kommt ran. Konkurrent mit Unfall. Okay, wer? Safety Car, was passiert? Alles normal? Magnussen. Okay, Magnussen ist mir jetzt echt egal. Gucke ich mir nicht an. Aber Gasly hat die Option, noch Vierter zu werden. Und Norris fährt um den Sieg. Wir lassen das jetzt ein bisschen laufen. Und wir sparen an. Und wir gucken uns das denn an. Quasi, ja, so 4 Runden, 5 Runden vor Schluss. Red Bull ist weiter vorne. Also bis gleich. Boah, letzte 5 Runden sind ran. Und Norris hat den Anschluss verloren. Ah, oh, ist das bitter. Durch diese Überrundungen. Der hat mehr Zeit verloren durch diese Überrundungen. Ich habe nicht mehr wirklich irgendwelche Reserven. Ich muss ihn jetzt hier gerade schon auf Power fahren lassen. Damit das irgendwie schafft. Ja, er hat DRS. Oh, er ist wieder dran. Damit das irgendwie schafft, diese Lücke wieder zu schließen. Uff. So. Bei Gasly ist es natürlich folgendermaßen. Der fährt dem Bein jetzt hinterher. Wir können jetzt natürlich nicht wahnsinnig viel machen. Das Einzige, was wir hier bei Gasly jetzt versuchen können, das werden wir tun. Wir werden bis zur Start-Zielgeraden jetzt mal hinten dran bleiben. Er wird hier das DRS auf jeden Fall aufmachen. Fahren Sie mit. So. Jetzt kann ich eigentlich hier, genau hier jetzt nur Folgendes machen. Folgendes versuchen. Dass er einmal das hier macht, auch komplett auf Einsetzen gehen. Ich habe immer das Gefühl, dass er hier irgendwie immer ein bisschen verliert. Okay, mach wieder neutral. Kommt da halt nicht dran vorbei. Das ist halt so ein bisschen echt Mist, ne? Das ist halt echt schwierig. Aber wenn wir das auf Überholen setzen, könnten wir vielleicht schaffen. Overtake is available. Okay. Alter, als ob der einfach innen über den Rasen fährt. Bobby! Aber ist mir egal. Es sind noch 2 Runden, also ich... That was good.
Ich werde jetzt hier alles tun, um Platz 4 zu kämpfen. Safe. Safe. So, und wir gehen zu Norris. Hat Williams eine neue Position gut gemacht. Norris wird hier Druck machen. Das Problem ist mit den Reifen. Können vielleicht noch versuchen, aber wir haben eigentlich keinen Erst mehr. Okay, Gasly hat es geschafft erstmal. Dann gehen wir hier auf Verteidigen. Weil nach vorne die 10 Sekunden wird er auf gar keinen Fall zufahren. Ja, Norris hat keinen Erst. Das ist ein Problem bei Norris. Two laps to go. Es sind nur noch 2 Runden. So, what ich werde mit Gasly halt alles versuchen, was halt irgendwie geht. Ich muss aber auf die Spritsachen gerade aufpassen, deshalb zeigt mir, ich muss das mir kurz in Echtzeit angucken. So, aber du kannst auf jeden Fall aggressiv fahren, das schaffst du. Push through all corners. Okay, yeah, confirm. So, und du gehst auf Überholen, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen das halt irgendwie so machen. Confirm. Na, warte mal, Energierückgewinnung. Warte mal. Er hat jetzt zwar DRS. Ja, das hat er. Er geht da rein. Ja, er geht rein. Lass ihn. Oh! Get up. Yeah. Alright, Roger. Son Mist! Oh, ein Dreher! Der bleibt doch noch stehen, ne? Er macht auch nichts, ne? Er bleibt einfach da stehen. Red Bull ist weiter vorne. Alter, er ist auf 10 zurückgefallen. Leck mich doch am Arsch, Alter. So ein Mist. Go push. Yeah, confirm. So ist die letzte Runde. The final lap. You're opening your final lap. Ja, okay, bei dir machen wir erstmal sonst nichts mehr in der Final Lap. Das mit Norris. Ja, Norris kann noch mal ein bisschen pushen, aber das bringt eigentlich auch nicht viel. Verstappen den berührt. Ich hab's nicht genau gesehen. Es sah so aus, dass Verstappen ihn weggescheckt hat. Bin mir gerade unsicher. So, auf jeden Fall mega kacke, Mann. Gasly ist zwar dadurch auf Platz 3, aber das ist halt auch nicht so geil. Hätte lieber Platz 2 und Platz 4 gehabt, als 3 und 10. Ach shit, Mann! Das ist doch wieder Riesenmist, ey. Der hässliche Verstappen jetzt gewonnen hat. Der hat mich hier weggedrängt. Max Verstappen geht als erster über die Linie und gewinnt. Hat er nicht verdient? Hässlich Verstappen. Wieder dieser. Ich mag Verstappen einfach nicht, ne? Ja, ist ein Computerspiel, ich weiß, aber ich mag ihn trotzdem nicht. Schnappst du Flag? Ah, Platz 10 mit schnellster Runde, aber. Nice job. Oh, ist das mies, Mann. Kriegt der eine Strafe Verstappen oder kommt der einfach so davon? Ja, Gasly Platz 3 ist nice. Kriegt keine Strafe. Ist das kacke? War das richtig kacke, Mann? Jetzt haben wir 17 Punkte gesammelt. Hässlich Mercedes 18. Haben wieder einen Punkt auf Mercedes verloren. So, Gasly, ja, ist nicht schlecht. Ist schon okay, was du machst. Aber ich habe wieder einen Punkt auf Mercedes verloren. Das hätte nicht sein müssen. Ferrari haben wir gewonnen. Ja gut, Red Bull da vorne natürlich mit einem Doppelsieg. Na, ist ja klar, ne? Okay. Das ist jetzt blöd gelaufen zum Schluss, aber
Das Gesamtpaket macht mir Hoffnung, dass das echt noch eine coole Saison werden kann. Schauen wir mal. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Bis dahin, gehabt euch wohl. Tschüss.